Von Tag zu Tag mit Andrea Hauer. Schönen Nachmittag. Man kann sich ständig fürchten, wenn man jetzt einmal das Wetter der folgenden Tage außer Acht lässt. In aller Früh prasseln Nachrichten auf einen nieder, irgendwelche Zahlen und Summen und Steigerungen des Schlechten. Die Sorge über die Welt nährt die Sorge über das eigene Leben, die Sorge über das eigene nährt sich aus der Sorge über die Welt. Es ist eigentlich kein Wunder, wenn man mit dem Zehner- oder Hunderter-Pack der schlechten Nachrichten, wenn da die eigene Angst größer wird, unbestimmter sich über den Alltag legt. Mein heutiger Gast, die Wiener Sozialpädagogin und Psychotherapeutin Sigrid Winter, sagt, diffuse Angst entsteht bei vielen Menschen, gerade auch bei den sensiblen Aufmerksamen. Wie kann man etwas davon loswerden? Kann man Angst zerdenken, ordnen, umlenken in etwas Konstruktives und wie? Darüber reden wir jetzt. Willkommen, Frau Winter. Guten Tag. Im Funkhaus. Die Menschen, die sich wenig fürchten, die strahlen was Angenehmes aus, Zuversicht. Man könnte auch zweifeln an ihnen und fragen, kriegen die nicht alles mit, wo schauen die hin? Aber diese kleinen Felsen der Ruhe, die sagen dann beharrlich, lass dich nicht irre machen, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Sind das Ihrer Beobachtung nach Menschen, die geborgener sind, denen es besser geht, oder sind die weniger sensibel, sind die egoistischer? Naja, das kann man nicht sagen, dass die weniger sensibel oder egoistischer sind, sondern das sind vielleicht auch Menschen, die ihre Angst schon mit ihrer Angst umgehen gelernt haben, mit ihrer Angst umzugehen gelernt haben. Und das kann man natürlich wirklich lernen, denn Angst ist etwas ganz Natürliches. Wir haben vom Kleinkindalter an mit Ängsten zu tun und müssen sie bewältigen, sonst könnte man gar nicht überleben. Und daher ist über Angst zu sprechen oder sich mit der Angst zu konfrontieren auch ein Zeichen von Mut. Kinder können das ja erst einmal nicht, oder? Also der automatische Impuls von Eltern wäre ja, Kinder zu schützen vor dem, was Angst macht, vor Bedrohungsbildern, weil die das nicht können. Naja, die Kinder können die Angst zeigen. Ja, sie können die Angst formulieren. Schon sehr, sehr kleine Kinder können eben auch zeigen, wenn ihnen gerade ein Verlust passiert ist oder wenn sie die Mama oder den Vater nicht sehen können, dass sie dann auch weinen oder Angst zeigen. Und dazu helfen, auch dem Kind die Angst nicht zu nehmen, sondern mit ihm durch die Angst durchzugehen, das ist schon einmal eine Unterstützung. Was man ja dann nur kann, wenn man selber gelernt hat, damit umzugehen, dass die Menschen, die das können, die können das, weil die durchgegangen sind durch ängstliche Erlebnisse, oder was beobachten Sie? Ja, oder weil die eben Angst schon bewältigt haben und vielleicht auch darüber nachgedacht haben, wie habe ich das damals bewältigt, wie werde ich es in Zukunft bewältigen, und wir haben Mechanismen, um Angst bewältigen zu können. Wovon hängt es ab, dass jemand ängstlich ist? Was haben Sie denn da in Ihrer Praxis bemerkt? Sind das immer eigene Erlebnisse oder ist das oft so etwas Prophylaktisches? Nein, es sind schon Ängste, die von außen an uns herangebracht werden. Es sind auch Ängste, die von innen in der Vorstellung entstehen, weil man hat ja vor etwas Angst. Das heißt, ich habe die Angst vor mir und deswegen fürchte ich mich auch. Und wenn es gelingt, aus dem vor mir haben von Angst etwas zu machen, das mich weiterbringt, dann habe ich ein Stück der Angst bewältigt. Eigentlich wäre dann das Beste, man hätte die Angst hinter sich. Man muss mal zuerst betonen, weil Psychotherapeuten gehen davon aus, dass man persönlich etwas ändern kann. Man muss zuerst einmal betonen, in der Moderne kann man nicht anders, als ein Mensch in Angst zu sein, in einer anderen Angst als Jahrhunderte zovor. Ich zitiere aus einer empfehlenswerten Anthologie Angst, ein interdisziplinäres Handbuch. Die Welt ist zu komplex, um sie als sinnvolles Ganzes denken zu können. Alles ist vielschichtig, alles ist verwickelt, alles ist schnell, alles ist offen. 1000 Möglichkeiten. Die gewonnene Freiheit zerrinnt in Überfordertsein,
in das Gefühl, sich ständig falsch entschieden zu haben, falls man sich aus Angst lieber gar nicht entscheidet. Ist das den Menschen, mit denen Sie arbeiten, klar, dass man nur Angst haben kann in Wahrheit, beziehungsweise machen Sie das klar? Naja, ich glaube, das muss ich jetzt nicht klar machen. Die Leute, wenn sie schon einmal in eine Therapie oder eine Beratung kommen, haben sich schon bewusst gemacht, dass sie Angst haben und haben auch schon einen wichtigen Schritt gemacht. Sie suchen auch Hilfe oder sie suchen das Gespräch. Und man kann jetzt eigentlich nicht nur mit generellen Ängsten leben, sondern es ist immer etwas ganz Persönliches, wie jemand auf eine Angst reagiert. Das heißt, die Angst individualisieren. Was bedeutet es für dich, was du gehört hast, wovor du dich fürchtest, was für Angstzustände du erlebst. Und erst dann kann man den nächsten Schritt weiter überlegen. Ich wollte das nur betonen, weil man sonst das auch noch schultert. Also dieses Gefühl, ich habe so Angst und ich kann damit nicht umgehen, was auch sehr schwer machen kann. Also Gefühl zu haben, ich müsste das können. Ja, ich glaube, das ist ganz natürlich, Angst zu haben. Und für Angst braucht man sich auch nicht zu schämen. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass eben Angst etwas Natürliches ist und die Scham darüber natürlich vorhanden ist. Und sie zu überwinden, ist schon ein erster Schritt aus der Angst. Warum ist das eigentlich so mit Scham behaftet? Ja, weil man oft mitkriegt, sei stark, zeig deine Angst nicht, dann bist du erfolgreich, selbstständig. Das ist auch geschlechtsspezifisch. Manchmal kommt es ja auch immer noch vor, dass Männer Ängste weniger zeigen als Frauen. Aber wenn sie dann ins Gespräch kommen, können sie sehr gut über ihre Ängste sprechen. Also es erfordert eigentlich ein bisschen Ermutigung. Sprich über deine Angst, such dir Gemeinschaft, such dir Kontakt, weil das mindert die Angst. Wir sind Gemeinschaftswesen, wir brauchen die Gemeinschaft und wir brauchen Freunde, Bezugspersonen, um über unsere Ängste sprechen zu können. Ich sage mal unsere Telefonnummer 0800 22 69 79. Möchte Sie einladen, anzurufen. Vielleicht haben Sie etwas auf dem Herzen, was man auch jetzt besprechen könnte in der Sendung, in der nötigen Kürze, anders geht's nicht. Aber etwas, woran man vielleicht zeigen kann, wie man produktiv umgehen könnte mit der Angst. Und ich möchte Sie fragen, wie bewegen Sie sich durch Zeiten, in denen von früh bis spät Bedrohungsszenarios zu hören sind? Wie schotten Sie sich ab, ohne gleichzeitig passiv oder gleichgültig zu sein? Worum dreht es sich, wenn Sie bemerken, Angst zu haben, schon prophylaktisch? Welche Themen sind das etwa? 0800 22 69 79. Wenn man Kindern beibringen möchte, also vorausgesetzt, man kann das jetzt selbst, quasi klug mit Angst umzugehen. Also was wäre denn das? Naja, man könnte dem Kind schon sagen, hast du schon einmal Angst gehabt? Wie hast du es damals gemacht? Kinder können sich sehr leicht erinnern und können sich auch an etwas erinnern, was ihnen gelungen ist. Zum Beispiel ist eine Form der Angstbewältigung, sich das bewusst zu machen, dass man schon öfters angstvolle Situationen erlebt hat und daraus eben Schlüsse ziehen und zu lernen für die Zukunft. Jetzt muss man aber unterscheiden, also zu viel Angst schützt mich auch davor, es schützt mich einerseits vor schlimmen Verletzungen, genau. Andererseits bedeutet das aber, dass ich vielleicht nichts mehr erlebe oder nicht mehr viel oder nicht mehr in der Intensität etwas erlebe, wenn ich mich zu viel davor schütze. Wie findet man... Genau, das ist eigentlich dann der Punkt, wo eine Psychotherapie oder eine Beratung auf jeden Fall angesagt ist. Wenn die Angst übermächtig wird, dann braucht man auch wirklich Hilfe, dann muss man auch Hilfe suchen. Wann ist sie übermächtig? Naja, wenn ich zum Beispiel blockiert bin durch die Angst, dass ich nicht mehr auf die Straße gehen kann, dass ich mal keine Nachricht mehr anhören kann, dass ich handlungsunfähig werde, dann bin ich blockiert durch Angst. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, psychotherapeutische Hilfe aufzusuchen. Sie haben jetzt gesagt, dass ich mir keine Nachrichten mehr anhören kann. Das gibt's schon auch nicht. Also ich kenne einen Arzt, der war für mich auch ein interessanter Gesprächspartner, der gemeint hat, er hat manchmal einen Rezeptblock, wo er draufschreibt, nur einmal am Tag Nachrichten hören, so wie ein anderes Rezept. Und das gibt er dann auch seinen Patienten, wenn sie zum Beispiel übermächtig von den Ängsten blockiert werden. Und was ist das? Ist das ein Beispiel dafür, dass jemand, was macht jemand, der Nachrichten nicht mehr hören kann, weil er glaubt, dass
Was glaubt man dann eigentlich? Nein, man ist hilflos. Man hat diese Hilflosigkeit, was kann ich tun? Ich bin doch nur ein einzelner Mensch, was kann ich tun? Aber ich glaube, wir können schon was tun. Weil zum Beispiel ein Weg aus der Angst ist, etwas wirklich Konkretes zu bewirken, etwas zu tun. Zum Beispiel herzugehen und was zu spenden, herzugehen und konkret zu helfen, das reduziert die Angst, denn auch der Einzelne kann sehr viel tun. Dazu gleich mehr, Frau Kondit, bitte. Ja, ich grüße Sie. Guten Tag. Ja, ich wollte eigentlich sagen, Angst ist etwas, was ich verlernt habe, im Grunde genommen. Ich bin vorsichtig. Ich weiß, wenn ich eine Situation zu bestehen habe, stelle mich darauf ein, die eventuell schwierig für mich werden kann und mache das, um mir keine Angst kommen zu lassen. Nee. Wenn ich zum Beispiel in der Nacht nach Haus gekommen bin und bei einem Zaun vorbeigehen musste, der ein bisschen unheimlich, dann gehe ich auf der Straße. Wenn ich gezwungen bin, dort zu gehen, dann weiß ich nicht, dann ist es wahrscheinlich das Schicksal, das ich annehme. Aber, oder ich bin innerlich gewappnet auf Gegenangriff. Die Vorsicht, aber das lernt man heute auch im Laufe des Lebens. Genau. Ja, ich glaube, Sie sprechen da was sehr Wichtiges an. Sie haben gelernt, mit Ihrer Angst umzugehen und sich im Alltag damit auch vorsichtiger zu bewegen. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, aus dem Angstgefühl zu lernen, wie kann ich für mich sorgen, dass ich ein möglichst angstfreies Leben leben kann und wenn etwas passiert oder Angst vor, wenn etwas passieren sollte, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Ich weiß, das ist notwendig, das muss ich machen. Das ist auch ein Punkt, wo ich mich dann nicht mehr in der kleinen Form auseinandersetze. Wenn es sein muss dann, und es geschieht irgendetwas, womit ich nicht gerechnet habe, dann ist es Schicksal. Das nehme ich wieder an. Genau. Ich grüße Sie. Dankeschön. Ich glaube, das heißt, Sie nehmen das Leben an und auch mit allen Konsequenzen und Schwierigkeiten und machen das Beste daraus. So hört sich das für mich an. Ja, genau. Ich danke Ihnen. Ich grüße Sie. Danke. Dankeschön. Was ist denn das eigentlich, dieses prophylaktische Fürchten, wenn ich bei dem einmal bleibe, ist das was Bequemes? Man könnte ja sagen, für vieles habe ich ein Muster, da weiß ich, was ich tun kann, um mir selbst zu helfen oder anderen zu helfen, das habe ich gelernt. Haben Sie denn Beobachtung gemacht, dass es doch häufiger ein Fürchten ist vor etwas, was man nicht kennt, als das, was ich ja schon einmal wo ich schon mal durchgegangen bin und was ich erlebt habe, was auch schlimm war, aber was ich geschafft habe. Naja, ich finde prophylaktisches Fürchten auch sehr wichtig, weil wenn ich zum Beispiel, wie die Dame schildert, am Abend irgendwo hingehen muss, wo es vielleicht nicht so sicher scheint, dass ich mir überlege, was tue ich, wenn? Und dieses prophylaktische Fürchten ist eine gute Form der Angstbewältigung, weil ich dann überlegen kann, welche Ressourcen, welche Situationen brauche ich, um mit dieser Angst umgehen zu können. Weil ich glaube, die Angst setzt vielleicht auch Fähigkeiten frei, die man vorher gar nicht bei sich erkannt hat oder gewusst hat. Und daher ist es eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass Leute, die diese prophylaktische Angst oder Furcht nicht haben, vielleicht ein bisschen zu unbekümmert oder zu wenig vorsichtig sein können und dadurch passiert ihnen mehr. Mhm. Ist ein gutes Hilfsmittel, um zu überleben, weil wir wollen ja alle unser Leben leben können, unser Leben vollenden können und dass wir auch irgendwann einmal alle sterben müssen, ist eine Realität, mit der wir umgehen. Das kann natürlich auch, ebenso wie die Dame geschildert hat, ich mache das Beste daraus und stelle mich den Ängsten. Aus dem Grund haben wir das ja auch. Aus dem Grund gibt es ja. Sie schützen auch uns ja eigentlich auch. Ja? So etwas. Bitte nennen Sie eine Angst, wo Sie sich in der Praxis denken, das wird jetzt länger dauern, das ist komplizierter,
Und führen Sie mal ein bisschen vor, wie Sie dann damit umgehen, mit dem Klienten. Ja, ich habe natürlich auch in der Vorbereitung auf die Sendung ein bisschen Revue passieren lassen, welche Schwierigkeiten werden denn eigentlich formuliert. Und da ist mir zum Beispiel eine Dame in Erinnerung, die erzählt hat, sie hat Angst vor ihrer beruflichen Zukunft. Eigentlich hat sie nichts gelernt, was so speziell verwertbar wäre. Und dann habe ich mit ihr versucht zu überlegen, was kann sie denn alles? Ja, was kann sie denn alles? Und sie hat verschiedene Sachen aufgezählt. Und dann hat sie gesagt, ja, ich kann auch Traktor fahren. Und dann habe ich gesagt, Traktor fahren können Sie auch? Das war so eine reifere Dame. Und hat sie gesagt, ja, sie kann sehr gut Traktor fahren. Ich habe gesagt, ich könnte das eigentlich nicht. Also da kann sie was Spezielles, was nicht alle können. Und dann hat sie gesagt, ja, und ich kenne mich auch gut mit Kräutern aus und bin gern in der Natur. Und daraus haben wir dann später in längerer Folge eine neue Berufsrichtung bei ihr entwickelt. Wenn sie diese Bemerkung, so diese Nebenbei-Bemerkung, ich kann auch Traktor fahren, nicht gemacht hätte, wären wir gar nicht auf diese Facette ihres Lebens gekommen. Also eine Strategie sozusagen, immer zu überlegen, was kann ich in dieser Situation, in der ich mich fürchte, oder generell? Was kann ich generell? Man kann überlegen, was für, wenn ich zum Beispiel Zukunftsangst habe, welche Fähigkeiten habe ich, die ich in der Zukunft nützen könnte? Und wie kann ich meine Fähigkeiten ausbauen und einsetzen, zum Beispiel? Herr Schöbel, bitte. Ja, grüß Sie, Gott. Guten Tag. Ich möchte auf den Aspekt der Angst als politisches Instrument eingehen. Machiavelli hat in seinem Buch Il Principe Rat gegeben, halte dein Volk in Angst und du kannst es leichter regieren. Mhm. Wenn ich mir halt die Nachrichtenlandschaft anschaue, dann ist das das Gefühl, dass wir permanent mit Schützen gefüttert werden, die zeigen, wie gut es hier geht und schlecht woanders geht, wie es überall ist und die Angst wird immer größer. Herr Schöbel, danke schön. Ich muss das abkürzen, weil man Sie so schlecht versteht. Aber der Punkt, also die das Thema ist die Angst, wie sehr sie in der Politik ausgenützt wird. Genau. Man kann natürlich mit der Angst sehr viel Macht ausüben, weil wir Menschen eben alle Wesen sind, die sehr verletzlich und sensibel sind. Und mit Angst und Angst schüren kann man auch Macht ausüben. Und daher ist es wichtig, der Angst auch seine eigene Kraft entgegenzusetzen und die Verantwortung dorthin zu geben, wo sie hingehört. Aber das kommt nicht so oft vor, dass dann jemand sagt, der will mir Angst machen, ich setze mich jetzt hin und überlege. Also beispielsweise die Angst vor Flüchtlingen oder besser gesagt vor dieser großen Anzahl von Flüchtlingen, die ist da, das ist normal. Wenn wir diese Angst zum Beispiel mal analysieren, aufspalten oder ordnen, wie könnten wir das machen, wenn wir so eine, Sie haben auch mal davon, also Sie arbeiten auch mit sogenannten Angstlisten. Ja. Also wenn wir so eine Liste machen, was ist das eigentlich, die Angst vor dieser Flüchtlingsmenschenmasse? Man kann sich auch bewusst machen, was macht uns da wirklich Angst. Und es ist ganz natürlich, dass alle Angst vor etwas Neuem, etwas Fremdem, etwas, was vielleicht zu viel sein könnte, zunächst haben. Und das ist eine ganz natürliche Angst, die gehört auch zu uns Menschen. Dennoch haben wir auch wieder schon Angst bewältigt. Vor 70 Jahren gab es genug Flüchtlinge und ich weiß noch, wie ich bin in Deutschland geboren und meine Mutter hat 3 Monate gebraucht, um von Deutschland wieder nach Wien zu kommen. Damals war es ganz ungeheuerlich schwer für junge Frauen und junge Mütter mit den Kindern durchzukommen. Also ich glaube, wenn wir die Kräfte anspannen und wenn wir etwas tun Konkretes, ist das das Einzige, was die Angst reduziert und was auf lange Sicht wieder konstruktiv in die Zukunft führen wird. Was steckt da drinnen in dieser Angst, wenn wir das mal aufzählen? Also ich könnte mir vorstellen, Angst, viele anderssprachige Menschen. Genau, etwas Neues lernen zu müssen. In meiner Umgebung. Und auch vielleicht in seinem eigenen Land nicht mehr zu Hause zu sein, weil man eben nicht mehr sprechen kann mit seinen Sitznachbarn in der U-Bahn oder sonst wo. Und das fordert wieder heraus, eine Veränderung bei sich selber einzuleiten, vielleicht noch einmal eine Sprache zu lernen oder sich zumindest mit einigen Worten verständigen zu lernen. Das würde die eigenen Möglichkeiten erweitern. Und diese Angst vor Veränderung ist eine Angst, die oft einmal auch depressive Strukturen
haben. Also Leute, die eher ein bisschen depressiv sind, haben Angst, sich zu verändern, sich zu öffnen, weiterzumachen und fürchten sich daher, Neues zu lernen. Dann steckt da noch die Angst drin. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Also Angst, diese Menschen, die da kommen, kosten viel Geld. Das kostet viel, das fehlt dann uns oder mir oder den Österreichern oder wie auch immer. Ja, wenn das sozusagen geschürt wird und negativ formuliert wird, kann es diese Angst auslösen. Aber ich glaube, es ist dann wichtig, die Fakten zu checken. Ist es wirklich so? Und bringen die nicht auch etwas, was wir vielleicht bis jetzt noch nicht haben? Man hört ja auch, dass zum Beispiel bestimmte Berufe in Österreich überhaupt nicht vorhanden sind. Vielleicht gibt es durch den neuen Zugang auch Ressourcen, die wir dazu bekommen. Oder dass in bestimmten Dörfern gar keine Schulen mehr gibt, weil zu wenig Kinder sind, die Lehrer abgezogen werden. Vielleicht entsteht dadurch wieder neues Leben in den einzelnen Regionen. Was könnte noch drinnen sein, enthalten in dieser Angst? Die Angst, diese Menschen bleiben hier und integrieren sich nicht. Das ist sicher eine berechtigte Angst und daher ist es auch wichtig, dass man von den Menschen verlangt, wenn sie hier bleiben wollen, sich an unsere Regeln und Gesetze zu halten und sich auch zu integrieren. Weil natürlich alles, was sich abspaltet und extra bleibt, macht weiter Angst und erzeugt auch Konflikte. Daher ist es wichtig, dass man das abklärt. Wenn jemand hierbleiben will, dann muss er sich auch integrieren. Haben Sie den Eindruck, darüber reden wir in ausreichendem Maße? Nein, ich glaube, da wird viel zu wenig gesprochen und es wird auch viel zu wenig positive Beispiele werden auch kommuniziert. Ich denke mal, dass es wichtig ist, dass die Probleme dargestellt werden, verantwortungsbewusst dargestellt werden, damit neue Lösungen entstehen können und dass man auch Gelegenheit gibt, miteinander über Lösungen zu kommunizieren und über Ängste zu sprechen. Das würde wahrscheinlich uns als Bevölkerung einen großen Schritt weiterbringen in unseren Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten. Haben Sie Angst, wenn Sie diese Bilder sehen, die vielen Menschen, die kommen? Ich habe auch Angst, aber ich habe eher den Appell, ich möchte etwas tun. Und daher muss man auch Möglichkeiten schaffen, wo die Bevölkerung etwas unmittelbar tun kann, wo man es nicht zu kompliziert macht, helfen zu können. Weil ich glaube, dass wir Österreicher bekannt sind dafür, dass wir hilfsbereit sind. Nachbar in Not ist eine enorm lange Erfolgsgeschichte. Und wir sollten auch den Menschen helfen, ihre Angst in Tun umzusetzen. Herr Neuhold, bitte. Die Frau hat gerade eben gesagt, dass sie die Fakten checken. Das ist eigentlich die Problematik. Es wird zu viel in die Medien, eigentlich etwas eine Thematik. Das wird hochgekocht, das wird alle halbe Stunde oder in noch kürzeren Zeit wiedergebracht. Also die Fakten kommen dann nicht mehr rüber, die Möglichkeit besteht nicht mehr. Also ich erlaube mir schon zu sagen, das ist nicht investigativer Journalismus, das ist eher Medienvoyeurismus und ganz drastisch ausgedrückt. Das hat schon fast wieder eine Charaktere von Schauprozess. Also das, wenn man das so oft, ich habe keine Möglichkeit, die ganzen Zusammenhänge zu ergründen. Ich werde medial auch nicht informiert. Ich werde einfach nur immer wieder informiert und ich kann in mir nur immer einen größeren Hass steigern lassen. Viele Frauen, insbesondere Frauen, hören zu und sagen, unterbrich mich nicht, ich möchte Nachricht unbedingt hören, ohne zu wissen, dass nur eine Angststeigerung da ist, dass ich mir nur hochkoche. Ich erfahre halbstündlich nicht mehr, was wirklich passiert ist. Also nur die Emotionen gehen hoch. Ich habe auch wenig Möglichkeiten, mir irgendwo abzusprechen. Ich habe auch sehr wenig, Gott sei Dank beim Ö1 nur 25 Minuten am Tag, wenn ich das Glück habe, da zu reinkommen, zu artikulieren und das irgendwie umzubringen. Aber sonst geht das unter. Sonst ist es eigentlich nicht möglich, dass man den Bevölkerungskreis hinterfragen lässt, wo es dann wirklich Faktum sein könnte. Mhm, Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich glaube, es ist wichtig, zum Beispiel gerade eben keine Sündenböcke zu erzeugen, weil eben die sich sozusagen regen, sondern zu lernen, was macht uns derzeit Angst und wie können wir uns daraus weiterentwickeln. Das würde für das Ganze einen großen Fortschritt bedeuten.
man nennt es in der Psychologie, nennt man das die Omega-Funktion oder die Sündenbock-Funktion, die eine wichtige Bedeutung in einer Gruppe oder in einer Gesellschaft hat. Und wenn man die Botschaft des Omegas nützen lernt für das Ganze, dann entwickelt sich die Gesellschaft weiter. Was ist da, sagen Sie ein Beispiel. Dann zum Beispiel, also wenn man jetzt sagt, ja, die Flüchtlinge, wenn es die Flüchtlinge nicht gäbe, würde es uns besser gehen, die müssen alle wieder raus. Anstatt zu lernen, was machen wir mit dieser Anforderung, das würde uns insgesamt als Staat weiterbringen. Das hieße, also ich versuche, das, was stört, auszugrenzen und glaube, dass ich dann gut weiterleben kann. Das ist keine entwicklungsfördernde Annahme, sondern man muss lernen, aus diesen Dingen, die man ausgrenzen will, wie kann ich sie nützen für das Ganze? Sie haben ja den Gedanken, solange man ein Problem hat und es nicht verändert, solange hat man irgendeinen Nutzen davon. Oder der Nutzen ist vielleicht größer als der Schaden. Genau, genau. Was ist der Nutzen, wenn ich in dieser Angst, ich bleibe jetzt noch mal bei der Angst vor Flüchtlingen, verharre? Na, ich brauche nichts tun. Ich kann mich jetzt mal nur mit meiner Angst beschäftigen, kann nur noch mehr Angst machen, aber konkret was zu tun, das könnte vielleicht der Nutzen sein, weil das ist viel anstrengender, als nur zu schimpfen und drüber zu reden. Frau Elisabeth, bitte. Ja, Gott. Es ist Folgendes, zu dieser Angst ganz kurz, also von meiner Biografie her, sind wir nach Jahren drauf gekommen, dass ich Panikattacken hatte und zurzeit also schon lange sehr gut im Griff habe. Ich hätte nur einen Wunsch, also ich bin ein wahnsinnig gerne Zuhörer von Radio Ö1, bringe Nachrichten an und für sich wirklich sehr sachlich. Nur den Wunsch hätte ich, dass ich manche andere Sender, also ich wohne in Niederösterreich, höre ich manchmal auch, es wird schon 6 Uhr in der Früh irgendwelche Horrorgeschichten gebracht, wie eine Bauer ihre Enkelkind niederführt oder fährt man in dieser wunderschönen Landschaft im Waldviertel und kommt eine Nachricht, wo man glaubt, es rinnt schon ein Blut aus den Boxen raus. Da bleibe ich stehen und denke immer, muss das sein? Dass vielleicht ein bisschen die auch nachdenken, dass wie der Herr vorhin gesagt hat, dass nicht alle halbe Stunde nur Horrorsachen bringen. Ich habe CDs mit, die bleibt dann stehen. Ich bin so aufgewühlt und Tränen in den Augen und dann denke ich mir, okay, jetzt geht's mir wieder besser. Aber das kann doch nicht sein. Also ich kaufe keine Zeitungen mehr, habe letztens einmal gelesen in einer bekannten Zeitung 3 Horrorgeschichten, habe ich gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Ja, und dann habe ich einmal gefragt, also bei dieser Radiosendung, warum bringen Sie das immer wieder? Um 6 Uhr in der Früh wird man munter, schöner Tag und kriegt man Gänsehaut. Naja, man schaut halt am Teletext und bringen halt das, was die Leute interessiert. Also ich weiß nicht, interessiert wirklich so viele Menschen so grausliche Sachen? Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich kann das gut verstehen. Ich höre das auch sehr oft. Ja. Ich finde, darüber muss man auch weiter diskutieren. Das können wir vielleicht jetzt, das haben wir nicht mehr so viel Zeit. Oder ich weiß nicht, wie Sie als Psychotherapeutin denken, aber natürlich auch mit Medienleuten, mit Journalisten muss man darüber reden. Denn es ist schon, ich zitiere hier wieder aus dem Handbuch Angst, seit 1989, seit dem Ende der Systemkonfrontationen, hat sich ein massenmediales Alarmsystem etabliert. Also die Angst zirkuliert ständig. Breaking News sind permanenter Begleiter im Alltag. Es gibt 1000 Furchtanlässe, die ständig relativiert werden, weil es immer gleich was anderes gibt, das zum Fürchten ist und was ist noch nicht noch alles schlimmer. Überhaupt dieses Denken in Worst-Case-Szenarien, es scheint eigentlich fast nur mehr so gedacht zu werden. Dann kommt dazu Präventivdenken, Vorsorgeuntersuchungen. Sie haben zwar vorhin betont, es ist schon auch wichtig, so eine präventive Angst zu haben, die mich schützt, aber
möglicherweise. Aber nicht permanent den ganzen Tag, ja, nicht sich mit Angstmeldungen überschwemmen zu lassen. Ich finde, die Dame hat sehr recht. Natürlich hat sie aber selbst in der Hand, ob sie jetzt das Radio aufdreht oder nicht. Und ich glaube, Dosierung ist das ganz Wesentliche, ja. Dass man natürlich informiert sein muss, aber nicht geängstigt werden, so dass man dann am Tag nicht mehr handlungsfähig sein kann. Es passiert natürlich auch freilich eine Abschottung, weil auf Ö1 hört man viel über Flüchtlingsprojekte, über Hilfe, ständig, in den letzten Tagen, Wochen. Ich beobachte schon trotzdem eine Abschottung. Ich will das gar nicht hören, ich will verharren. Oder? Ja, es stört einen eben in seinem eigenen Ablauf, und es ist ja auch der Ablauf, wenn man nicht gerade mit einer Flüchtlingsproblematik beschäftigt ist, sein eigenes Leben zu leben, kostet auch viel Kraft, ja. Und es ist nicht das Ziel, angstfrei zu sein, sondern mit der Angst umgehen zu lernen und auch aus dem ständigen Kreislauf auszutreten und etwas Konkretes zu tun. Sich zu engagieren. In Kommunikation zu gehen, jemandem zu helfen, Liebe weiterzugeben, aber auch Liebe annehmen zu können. Und das reduziert auch wieder die Angst. Weil eben, wenn man jemandem etwas Liebes tut, wenn man jemandem etwas Gutes tut, dann habe ich wieder ein Stück für die Welt gemacht. Ich kann sie nicht ganz verändern. Ich kann nur meines, in meinem Umkreis etwas tun. Wenn das alle machen würden, dann würde die Welt sicher ein Stück weiter und besser sein, als sie bis jetzt ist. Ja. Es ist auch die Gewähr, dass man was zurückbekommt. Und das glaube ich auch, ja. Und das auch zum Beispiel hat mich heute im Zuge der Vorbereitung eine Dame angerufen, die gesagt hat, sie hat das auch schon immer hören können und ist dann draufgekommen, sie haben irgendwo eine Wohnung und hat diese Wohnung den Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. Das war zwar sehr mühsam, auch bürokratisch mühsam, aber es ist, wenn sie dann sieht, wie die Frau endlich ihre Kinder versorgen kann und wie die Dorfgemeinschaft zusammenhält, um dieser Familie zu helfen. Das ist eine so wunderbare Nachricht, dass ich mich dann auch gefreut habe, dass sie mich genau deswegen heute angerufen hat. Frau Meier, bitte. Ja, guten Tag. Jetzt habe ich lange zugehört und also eh alles gehört, was gesprochen wurde. Es ist ja eh noch immer das Thema, warum ich anrufe, aktuell, sprich die Nachrichten. Ich selbst bin in ein Burnout geschlittert vor 2 Jahren und sah mich dann plötzlich mit Angstwellen konfrontiert, die ich bislang nicht kannte. Und es war, als würde ich von allen mir unter Anführungszeichen helfen wollenden Instanzen erst einmal tiefer hineingedrückt. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich auf die Krankenkasse gehe, um meinen Krankenstand bestätigen zu lassen, dass ich nur überprüft werde, ob ich eh nicht simuliere. Und ich hab mich vorgefunden in einer Situation, wo ich dauernd mit meiner Angst, mit all diesen Dingen und nicht ins Konstruktive gehen konnte, bis ich dann eine Therapeutin hatte, dann ist es einfacher geworden. Und dann habe ich aber nur mehr Menschen gesehen auf den wenigen Wegen, die ich gemacht habe, wo ich mir gedacht habe, die sind ja ärger beieinander wie ich. Und also das war schon mal, dass man ein bisschen in Rückzug geht. Und dann die Nachrichten. Ich wollte ja eigentlich die Welt nicht sozusagen heraussperren aus meiner Welt. Und die Nachrichten, wenn ich das höre, wie hier Angst geschürt wird, und das setzt so eine Ohnmacht, wo ich dann wieder Gefahr laufe in die komplette Passivität, weil man nichts machen kann. Es ist nichts leichter, als an diese unbewussten Dimensionen der Menschen zu appellieren, wie eh schon gesagt wurde. Ängste sind da, sie sind konkret da, und das ist auch eine Frage, was die politische Entwicklung anbelangt. Wir haben dauernd Arbeitslose. In Wirklichkeit haben wir eine technologische Entwicklung, wo wir Arbeitsplätze wegrationalisiert haben zum Wohle der Menschen. Und was ist jetzt? Jetzt brauchen wir die Menschen nicht mehr. Gott sei Dank brauchen wir Konsumenten, also ganz vergessen. Frau Meier, eine Frage. Ja. Wie sind Sie denn weggekommen von zu viel Angst? Also es wird ja nicht ganz gehen. Ich bin noch nicht ganz weg, weil ich muss mich wirklich hüten, zum Beispiel zu viele Nachrichten zu hören, weil ich sonst in die Spirale der Gedanken eintauche und das ganz schwer wieder loswerden kann. Ich habe natürlich schon auch die relativierenden Gedanken. Ich weiß, dass zum Beispiel in den Medien, es ist halt die Natur der Medien, dass die über schreckliche Dinge mit denen mehr erreichen können, als wenn sie positiv sind. Jetzt abgesehen von Nachrichten, die Menschen machen, die gibt es ja auch. Das ist aber verschwindend im Verhältnis zu den Gräueltaten. Dankeschön. Und die,
Vielen Dank. Die Gräueltaten, na, das muss ich noch dazu sagen, die Gräueltaten sind ja auch, das ist nicht alles als Angst sichtbar, was Angst ist. Dankeschön, die Sendung ist aus. Ich wenn man die rechte Extremität Dankeschön. Anschaut. Okay. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Danke, Frau Meier. Ich gebe so viel. Ja, ich habe auch sehr aufmerksam zugehört. Ich glaube, es ist auch gut, sich jeden Tag zum Beispiel bewusst zu sein, wofür wir dankbar sein können. Dass Dankbarkeit zum Beispiel auch auszusprechen, wofür bin ich dankbar, für unsere wunderbare Natur, für das Wasser, für alles das, was wir haben. Dankbarkeit und auch die Dankbarkeit auszusprechen. Ich bedanke mich fürs Gespräch und für die Anrufe. Morgen zu Gast zwei mutige Kleinunternehmerinnen und Jungunternehmer. Auf Wiederhören um 14.05 Uhr morgen, sagt Andrea Hauer.